Setz ich ihn gegen euch ein, eigentlich ist es egal. Komm, dann helps ja, ne? Ich glaube, du bist da jetzt ganz gut. Blitzkanone, die geht nicht daneben, okay. Die auf meinem Psyana geht. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass mein Impagator jetzt drauf geht. Aber soll mir natürlich recht sein. Gut, ihr Scaraborn wäre vernichtet. Und man merkt, ihr Team wird langsam die Gegner hier werden langsam ein bisschen gefährlicher. Gardevoir. Impagator, dich rufe ich mal zurück. Und wechsle dafür mal nach Tara ein. Und Psyana, mach mal eine Psychokinese auf Magneton. Ich würde zwar Analysten Psyana jetzt auch auswechseln, aber... Ja, es war gut, dass ich ausgewechselt habe. Aber ich muss unbedingt das Magneton down kriegen. Scheiße. Gut. Okay, ich will das Magneton unbedingt down kriegen, weil das könnte mir mit Blitzkanone noch ein bisschen Probleme bereiten. Und das will ich nicht. So. Biss dürfte aber ordentlich Schaden zufügen. Ja, sehr schön. Und Gardevoir kann gegen meine beiden... Du kannst Spukball. Ich wollte schon sagen, du kannst mir nicht wirklich gefährlich werden. Aber da kommt noch was. Gardevoir ist ein Pokémon mit relativ schlechten, normalen physischen Angriff. Und Spukball ist in der dritten Generation eben noch eine physische Attacke. Soll heißen, es ist jetzt nicht so mächtig bei Gardevoir. Es sei denn, man lässt Gardevoir später in der vierten Generation zu einem Galagladi entwickeln. Ja, Wahnsinn, ich kenne ein Pokémon aus der vierten Generation. Haha, jetzt will ich auf einen Applaus für mich hier, dass ich ein Pokémon aus der vierten Generation kenne hier. Hier, ja, geil. Ja. Jetzt, mir fällt sogar auf Anhieb noch eins ein, ja. Es gibt zwei, es gibt schon so vier, fünf Pokémon, die ich kenne. Ja. Ein paar gibt es, die ich kenne. So, wunderbar. Und jetzt der letzte auf dem Duellberg. Der letzte Gegner. Bravo, du hast nur noch einen Posten vor dir. Viel Erfolg. Der letzte Gegner auf dem Duellberg. Ganz oben auf der Spitze, auf der 100. Plattform. Der 100. Ebene wartet jetzt noch ein Gegner auf uns. Wusste ich doch, dass da was lag. Mit einer Zeitflöte. Wollte mich eigentlich verarschen, ganz ehrlich. Toll, jetzt kriege ich eine Zeitflöte, jetzt wo ich sie nicht mehr brauche. Oh Gott. Ich glaube, der könnte schwierig werden. Will ich mit diesem Team kämpfen? Oder will ich einen von euch vorholen? Eigentlich haben die beiden mich bis jetzt nicht wirklich enttäuscht. Ich lasse mal vorne. Okay. Der 100. Gegner des Duellbergs. Ein harter Kampf. Das wird ein harter Kampf. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon jemals besiegt habe. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Gut gemacht. Ich bin der letzte Trainer auf dem Duellberg. Man nennt mich Duellers. Nun, zeig mir, was das Training dir gebracht hat. Oh Gott. Kolosseum Duellberg. Finale. Das wird ein Kampf gegen den stärksten Trainer, was ich weiß, im Spiel. Ich glaube, er ist stärker als Intrigo. So. Okay.
Ein Pinsir und ein Lepumentas also. Da machen wir mal einen Surfer und eine Agilität unbedingt. Okay, wie viel wird's? Ja, Pinsir. Oh, schön Volltreffer. Schön, schön. Hat überlebt, schade. Sehr guter Schaden. Sehr, sehr guter Schaden. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich, Imperator. Oh. Oh. Das ist jetzt scheiße, weil Lepumentas nicht getroffen wird wegen Schwebe. Kannst du auch... Ja, ist mal klar. Okay, Pinsir ist down. Sein Pinsir ist down und mein Metagross wird doch nochmal einiges an Schaden wahrscheinlich bekommen dadurch. Pinsir ist so ein geiles Pokémon für dich. Okay. X-Bart. Surfer und Metagross machen einen Sternenhieb auf X-Bart. Sehr schön. Du triffst. Und ja, sehr schön, gut gemacht. Geil, 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 geil. Genau so will ich das sehen, Metagross. Sehr schön. So, was kommt als nächstes? Ein Skorkler. Wunderbar, das kriegt gleich einen Surfer ab. Das kriegt gleich einen Surfer ab. Oh ja, Baby. Das ist doch mal geil. Ja, sag mal, wie läuft denn das gerade? Wie läuft denn das gerade? Leck mich am Arsch. Boah. Wow. Wusstest doch, dass du ein Libeldra hast. Das läuft ja gigantisch gerade. Aber man will den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Erchase noch die zwei Pokémon. So. Hydropumpe Libeldra. Sternenhieb auf Gyarados. Der trifft, sehr schön. Gyarados wird auf jeden Fall überleben. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Angriff steigt, sehr gut. Eine Hydropumpe. Sie trifft, sehr schön. Macht jetzt doch relativ guten Schaden, nehme ich mal an. Und ja! Sehr geil! Libeldra wäre auch besiegt. Das läuft ja hier gigantisch. Das war klar. Jetzt wisst ihr, warum ich immer Probleme gehabt habe, ihn zu besiegen. Er hat ein Team, das sich wirklich sehr, sehr stark auf Erdbeben konzentriert hat. Und vor allem lauter Pokémon in deinem Team, die gegen Erdbeben immun sind. Sein Pinsir ist das einzige Pokémon, das gegen Erdbeben nicht immun ist. So, das ging dann doch ganz einfach, muss ich sagen. Mein Imperator hat mal kurz die Bude gerockt. Das war unvergleichlich. Wie hast du es nur geschafft, mich zu besiegen? Ja, Surfer. Und so. Nun, dies ist jedenfalls für dich. Nimm schon, bitte sehr. Nur? Herzlichen Glückwunsch und Glückwunsch und vergiss auch in Zukunft nicht, deine Fähigkeiten als Trainer zu schulen und auszubauen. Soll unser Abra dich per Teleport ins Foyer bringen? Nein. Willst du etwa zu Fuß gehen? Nun gut, so kannst du deinen umwerfenden Erfolg sicher besser verarbeiten. Aber melde dich ganz einfach, wenn du noch die Dienste von Abra in Anspruch nehmen willst. Das habe ich jetzt. Ich habe jetzt ganz einfach Nein gesagt, weil ich noch schauen will, ob hier hinten ein Item ist. Nein, nicht mal. Ich hätte schon damit gerechnet, dass dann hier hinten so ein Item ist. Okay. Gut. Hallo. Ja, soll es. Oh Mann. Somit haben wir den Duellberg geschafft. Okay, was haben wir denn? 8700. Ja, will ich haben. Dankeschön.
Machen wir mal weiter. Elektro. Ja, wer kann Donnerblitz erlernen? Oder soll ich dann nochmal sparen, bis ich mir was davon leisten kann? Aber das dauert mir ehrlich gesagt zu lange. Ich schaue jetzt erstmal, wer alles Eisstrahl lernen kann. Impagator, das ist mir klar. So. Und das lernt auch gleich Eisstrahl. Und sonst kann das eh keiner lernen. So, das ist jetzt wichtig, dass Impagator Eisstrahl lernt. Du kannst die Hydropumpe, den Schlitzer, den Biss und den Surfer. Es ist die Frage, was tue ich dafür weg? Die Hydropumpe hat mir gerade extrem geholfen. Muss man sagen, die hat mir wirklich extrem geholfen. Der Schlitzer ebenfalls. Der Surfer auch, dann bleibt eigentlich nur noch der Biss. Biss kann zurückschrecken lassen, aber Biss ist eine spezielle Attacke. Eisstrahl auch, aber Eisstrahl ist eine stärkere spezielle Attacke. Eisstrahl kann einfrieren lassen, es ist immer noch besser als zurückschrecken. Nee, ich tu Biss weg. Sehr gut. Hat den Eisstrahl gelernt. Wunderbar. Hat das überhaupt was gebracht? Ganz ehrlich, wie ist denn dein Spezialangriff? Ja, nicht gerade atemberaubend, aber... ja, man kann damit leben, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir mal überlegen, wenn ich Donnerblitz mir jetzt kaufe, für wen wäre das denn eigentlich geeignet? Ich glaube, Metagross kann Donnerblitz lernen, aber das bringt dem mal ungefähr gar nichts. Eigentlich keinem bringt es was. Weil Psyana kann es, glaube ich, nicht lernen. Es wäre geil, wenn Psyana das lernen könnte, weil dann könnte ich Sternschauer wegtun. Aber ich bezweifle mal sehr stark, dass das lernen kann. Aber da ich eh nichts mehr an dem Duellberg machen werde, probiere ich es einfach mal. Komm, gib mal her. Dankeschön. Okay. Psyana. Kannst du den Donnerblitz erlernen? Das wäre geil. Nein. Niemand kann den Donnerblitz erlernen. Nicht mal Metagross. Ich dachte jetzt eigentlich, dass Metagross das erlernen kann. Oho. Na ja, mei. Haben halt mal 4000 Punkte beim Fenster rausgeschmissen. Soll auch mal vorkommen. Okay. So. Sichern? Ja. Gut. Ja, was gibt es jetzt noch zu tun? Außer fast gar nichts mehr. Richtig, es gibt fast gar nichts mehr zu tun. Ich stehe mal kurz auf, denn... genau deswegen. Ich muss mal kurz meine Wii resetten. Denn es gibt nur noch eins zu tun. Und das wäre Ho-Oh holen. Ja, wir holen uns jetzt noch das legendäre Vogel-Pokémon Ho-Oh. Und sobald wir das haben... fuck off, ich hab was vergessen. Und sobald wir das haben, können wir dann... besser gesagt, haben wir dann das Spiel zu 100% beendet. Ach scheiße, meine Güte. Wo es mir gerade einfällt. Ich kann ja hier die Boxen gar nicht wechseln. Es würde automatisch dann auf Box 2 übertragen. Ach, verdammt. Hätte ich auch dran denken können. Dann resette ich halt nochmal. Okay. Jetzt gibt es nur noch eins, was wir tun müssen, um Ho-Oh zu bekommen. Ich habe es ja schon mal erklärt, es gibt ein paar Kriterien, die man erfüllen muss. Eines der Kriterien ist eben, dass man alle Krypto-Pokémon gefangen hat und auch alle Krypto-Pokémon erlöst hat. Das ist wichtig. Das muss man machen, damit Ho-Oh mitkommt. Danach, Kolosseum. Und beim Kolosseum, ich glaube...
Ja, das meine ich ja. Kämpfe im Kolosseum oder gegen den 100-Trainer